Ich habe vor einem Jahr in Deutschland einen Promotion-Job gemacht und da bin ich einfach drauf gekommen, dass es toll ist, was anderes zum Kennenlernen und gleichzeitig auch etwas Helfendes zu tun. Und dann habe ich einmal gehört von so Auslandszivildienst, dass es so etwas gibt und habe mich da informiert. In Vorarlberg gibt es beispielsweise die Pfarre Frastanz, die da sehr aktiv ist und so Dinge anbietet. Aber ich habe einfach nicht die richtige Stelle für mich gefunden. Und dann war es eigentlich schon ziemlich knapp im Matura-Jahr und dann bin ich zufällig auf den Verein Volontariat bewegt gestoßen und habe da Stelle gefunden, die zu mir passen würde. Aber grundsätzlich läuft es so ab bei dem Verein, dass man sich nicht auswählen kann, zu welcher Stelle man hinkommt. Also es kann sein Südamerika, Afrika oder Asien. Es wird einfach nach den Qualifikationen entschieden, wo man hinkommt. Und bei mir ist es so, dass ich ja die HTL Dornbirn besucht habe für Betriebsinformatik, Ausbildungsschwerpunkt. Und deshalb bin ich jetzt da in Ghana, weil es da eine technische Schule gibt und Unterricht an der technischen Schule. Also ich unterrichte aktuell Netzwerktechnik und Programmieren. Es gibt da auch noch andere Lehrer, die sich technisch ein wenig auskennen, aber grundsätzlich ist das technische Niveau da in Ghana nicht so hoch wie bei uns. Und deshalb unterrichte ich da die zwei technischen Fächer. Geplant ist auch noch, dass ich technisches Zeichnen unterrichte und Elektrotechnik, aber dafür kommt dann ein neuer Stundenplan. Denn neben dem Unterrichten sind auch noch ist üblich in Ghana, dass man extra Lessons, also Zusatzunterricht, anbietet. Das biete ich für meine Schüler an. Erstens für die, was interessiert sind, und zweitens für die, die es benötigen. Also da gibt es immer am Abend gibt's so Evening Studies, wo die meisten Schüler kommen in die Schule, um zu lernen. Und da unterrichte ich dann auch. Nicht nur Programmieren und Netzwerktechnik, auch allgemein, was sie einfach Interesse besteht. Oder bei Programmieren ist bei uns nicht Webdesign dabei, also das unterrichte ich extra noch manchen interessierten Schülern. Im Projekt gibt es auch noch das Boys Home, das ist so für Straßenkinder eine Unterkunft und die haben auch immer wieder am Abend so Stunden, wo sie die Hausübungen machen und so und dort sind wir auch immer wieder, um denen zu helfen. Andere Aufgaben sind auch noch Events zu organisieren oder mitzuarbeiten bei den Events. Ganz egal, Sportevents, irgendwelche kirchlichen Events. Die nächste Aufgabe für uns ist, bei den Messen anwesend zu sein. Also das Projekt hier, die Schule, die wird für den Salesianern Don Bosco betrieben. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die sich zur Erziehung, sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche zu erziehen und unterstützen. Und deshalb sind wir natürlich auch in die Messen inkludiert und einfach dabei. Denn ein anderer Punkt, der von Volontären einfach erwartet wird und so üblich ist, mittlerweile da im Projekt, ist, dass man Projekte selber organisiert, Projekte macht. Weil man einfach die Chance hat, in Österreich gut rüberzubringen in der Zeit, wo man da ist, Spenden zu sammeln und einfach vor Ort die Lage selber am besten schildern kann. Aktuell sind es drei verschiedene Klassen. Ja, das also ungefähr 60 Schüler unterrichten. Und in den extra Lessons, da gibt es teilweise, dass 40, 50 Schüler in Klassen sind, das ist ganz verschieden da. Ja, das ist ein Luxus für die Schule da. Das ist hauptsächlich Volontären zu verdanken, dass jeder Schüler während dem Computerunterricht einen eigenen Computer praktisch hat. Und ja, das macht schon viel her. Die größten Herausforderungen, also in meiner persönlichen Sicht ist es so, dass einfach die Schüler aufgrund des Schulsystems nie lernen, selbstständig logisch zu denken. Und das ist ziemlich schwierig, denn die Schüler können extrem gut auswendig lernen. Ja. Also es ist super, eine Definition können sie in nächster Stunde auswendig, aber in eigenen Worten etwas erklären
lernen ist ziemlich schwierig. Und gerade in meinen Fächern wie Programmieren ist es ein großes Problem, ihnen das logische Denken wenig beizubringen. Deshalb ist auch Mathematik ist eines der größten Problemfächer für die Schüler, weil einfach schon von Kindheit auf wird einfach das Auswendiglernen gelehrt, praktisch. Dann das Problem im Unterricht ist, wenn man die Schüler fragt, ob sie es verstanden haben, sagen immer alle ja. Also das ist nicht so einfach am Anfang herauszufinden, haben sie es wirklich verstanden oder nicht. Das merkt man dann bei den ersten Tests hauptsächlich. In Österreich habe ich nie verstanden, was Entwicklungszusammenarbeit so schwierig macht oder wieso man oft diskutiert. Da war einfach mein persönlicher Gedanke, denn man kann das ihnen lernen und dann vieles, natürlich können sie dann selbstständig machen. Aber wie gesagt, durch das auswendig lernen sehr viel, ist einfach schwieriger, gewisse Dinge beizubringen. Und das macht es gar nicht so leicht, das vom Verständnis her. Also das Unterrichtstempo ist viel, viel langsamer wie in Österreich. Denn eine andere Herausforderung noch für uns ist das Klima. Man muss sagen, dass man eigentlich viel weniger Energie hat durch das, dass die hohe Luftfeuchtigkeit, wir alle Volontäre hier, wir haben schon diskutiert, wir schlafen viel mehr wie in Österreich und ja, das merkt man schon, das ist schon. Ein Projekt, was aktuell schon richtig am Laufen ist, ist ein Transport von alten Computern, Unterrichtsmaterialien, da gehören zu Sportsachen, alles Mögliche für Österreich nach Ghana zu bringen. Also da habe ich mit der HTL Dornbirn, mit meiner alten Schule, habe ich ein Projekt gestartet. Der Ausbildungszweig Logistik in der HTL Dornbirn wird das organisieren, den Transport. Und wir sind da für diverse Materialien am Sammeln in Österreich. Das ist noch eine ziemliche Herausforderung, der Transport kostet natürlich auch, aber alles in allem ist auf jeden Fall günstiger, wie wenn die Computer da in Ghana kaufen. Da einfach Hardware in Ghana verhältnismäßig sehr teuer ist. Denn ein Vorschlag von meiner Schule ist noch, ein ziemlich cooles Projekt, einen Schüleraustausch zu organisieren zwischen Ghana und Österreich, also dass zwei Schüler oder drei von Österreich mit einer Lehrperson kommen und helfen einfach die Computer, die dann geschickt werden, ein Netzwerk aufzubauen und uns da was erklären eventuell. Und dass so zwei bis drei Schüler plus Lehrpersonen die Möglichkeit haben, einmal nach Österreich zu kommen. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Hilfsprojekt, aber für die Schüler wäre es einfach eine unglaubliche Erfahrung. Und da versuchen wir auch, dass wir das zum Organisieren kriegen. Was weiteres, was ich schon erwähnt habe, ist, dass die Schüler oder einige Schüler einfach nur einmal täglich am Abend etwas essen und dass wir da einmal uns überlegen wollen, was können wir da machen, wie wollen wir das angehen. Da möchte man einfach mal, dass wir eventuell 2, 3, 4 Mal im Jahr, einmal in der Woche gratis Essen organisieren, in der Mittagspause oder das überlegen wir uns noch, was wir da am intelligentesten machen. Und ein weiteres, was nicht direkt zu unserem Projekt gehört, wir kennen einen Freund, der Edison, das ist ein Ghanaer, der hat selber eine Organisation gegründet, die Peace and Charity Foundation. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, hier in Ghana selber ein besseres Ghana zu machen. Und der hat zum Beispiel begonnen, mit alten Volontären vom letzten Jahr schon eine Schule zu bauen. Wir haben uns die Schule angeschaut, die hat nur Dächer, also nur ein Dach, keine Wände, nichts. Und da werden viele Schüler unterrichtet. Ich glaube, da sind es bis zu 70 Schüler in einem Klassenraum ohne Wände. Und da eventuell, wenn wir mit unseren Projekten da durch sind, dann will ich dort auch noch helfen. Oder da gibt es so von der Organisation aus, die wollen nur Brunnen bauen in einem Dorf, 800 Einwohner, wo eigentlich kein sauberes Trinkwasser ist und dadurch sehr viele Menschen einfach erkranken. Und da wollen wir einfach das auch unterstützen. Also ich habe einerseits bei Jugend deine Welt, das ist der Trägerverein von meinem Verein Volontariat Beweg. Da habe ich ein Spendenkonto eingerichtet. Das ist auf meinem
Website pattern.info zu finden. Da ist einfach wichtig, dass man der richtige Betreff nimmt. Da kann man mich einerseits finanziell unterstützen. Denn zum anderen ist es so, dass man natürlich Ideen wie jetzt zum Tier, wenn sie hungern, da sammeln wir Ideen, was wir da machen könnten. Falls jemand eine Idee hat, sind wir da auch immer sehr froh drüber. Das ist auch natürlich viel Unterstützung. Meine Kontaktdaten findet man auf meiner Website. Also wie die Unterstützung so finanziell abläuft. Also das Geld, das kommt dann zur Jugend deine Welt auf ein Konto und das wird dann direkt zu uns da ins Projekt überwiesen, zu den Salesianern. Und dann wird erstmal diskutiert, ob das sinnvoll ist, das Projekt, was wir da geplant haben. Und mit den Salesianern und mit Jugend deine Welt. Und dann kriegen wir das Geld zur Verfügung, Volontäre, und dann können wir das Projekt durchführen. Der Punkt ist, wieso das über Jugend deine Welt abläuft, ist, dass Jugend deine Welt einfach Spendengütesiegel hat und das dadurch steuerlich absetzbar ist, was für viele einfach ein Vorteil ist.